Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder eine neue Folge von Global News. Und wen wir jetzt gleich anrufen, irgendwo an einem Freizeitort dieser Welt, ja, das sehen wir nach dem Intro. Wir rufen jetzt unseren Till an, Till von seinem Kanal, Till und sein Vlog. Und der will uns ja sagen, wo er irgendwo unterwegs ist. Ich habe schon eine Vermutung, er hat da was geäußert. Mal schauen, ob es Realität wird. Ah, es klingelt schon. Es klingelt schon. Mal gucken, was er sagt. Ha? Ja, hallo? Hallo, Till, bist du es? Ja, ich bin es, tatsächlich. Du bist unterwegs irgendwo an einem besonderen Ort und das wäre? Also ich bin gerade im Phantasialand. Im Phantasialand, Mensch, sag doch mal, ehrlich. Ein Tag voller Spannung und Erlebnisse. Wahrscheinlich auch. Warte mal, ich geh mal hier so ein bisschen in die Sonne, dann kann man doch im Hintergrund auch schön sehen, wo ich bin. Viele Menschen da? Es geht, muss ich sagen. Also es ist ja hier gerade mitten unter der Woche und das ist relativ praktisch. Von da an, es geht. Wir müssten nirgends länger als eine halbe Stunde anstehen. Ach so, bist du so ein Achterbahnfahrer? Ja, auf jeden Fall. Was war die geilste Achterbahn bis jetzt? Die Taron. Wie heißt die? Die beste. Taron heißt die. Was ist an der so toll? Katapultstart, 2 Stück. Ach du Scheiße, Katapultstart. Ja, sehr krass. Das wär nichts für meinen Körper, ehrlich nicht. Ja, muss man dran gewöhnt sein. Aber was gibt's noch? Was gibt's noch Cooles? Herrlicher Tag. Ach, es ist alles hier cool. Also, keine Ahnung, Wasserbahnen. Wir haben bestes Wetter, Wasserbahnen sind super. Aber es ist nicht so voll zum Glück. Wenn es voll wäre, dann hättest du ganz schön geschissen wahrscheinlich. Ja, also ich meine, es sind schon ein, zwei Menschen hier um mich rum. Ja. Die gucken auch gerade so ein bisschen komisch, aber ist egal. Ja, da ist einer mit der Kamera, der quatscht irgendwie in die Kamera rein. Wie komisch ist das denn? Und der noch ganz alleine, ne? Ja. Ich kenne die Situation. Ja. Was hast du jetzt noch vor heute? Was sind deine Pläne als nächstes? Ja, mein Ziel ist, also wir werden jetzt gleich in die Maus und Schokolade gehen und ein paar Mäuse mit Schokoladenkanonen abschießen. Ja, hört sich nach Spaß an. Auf jeden Fall. Mäuse mit Schokoladenkanonen. Hört sich an wie in so einem Bordell oder so. Ja, so ähnlich, glaube ich, wird das. Ja. Ja, schön, dass du dich gemeldet hast aus dem Phantasialand. Kannst du mal irgendwie so rund zeigen, wer, was alles irgendwie so um dich herum ist? Also um mich herum, also im Hintergrund, ja, man sieht ja hinter mir irgendwie so dieses spanisch angehauchte etwas. Und wenn ich jetzt mal hier rüber flitze, vielleicht kann ich dir dann kurz das Kettenkarussell noch zeigen. Ja, kann ich. Moment. So, jetzt solltest du es gesehen haben. Ich konnte es jetzt gerade selber nicht sehen. Wir sind hier gerade hier voll in der Fressmeile und ja. Natürlich bist du in der Fressmeile. Du bist ja jetzt auch unter die Jogger gegangen. Nein, ich bin immer in der Fressmeile. Aber unter die Jogger bist du doch gegangen, habe ich gesehen. Ja. Auf deinem Kanal kann man dich jetzt auch laufen sehen. Ja, richtig. Jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag. Meinst du, es hält länger an jetzt? Oder, Nee, ich mache es ja jetzt schon 1,5 Monate. Also von daher. Nein, immerhin. Immerhin. Wie geil ist das denn? Ja. Gut. Also geht auch auf den Kanal von Till und seinen Blog und schaut euch an, was er den ganzen Tag so macht. Da wird auch ein bisschen mehr über den Phantasialand drin sein, wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ja, genau. Da werdet ihr auf jeden Fall noch mehr sehen. Sehr gut. Gut. Das war Global News bei Schoki Banoki. Und wir sehen uns demnächst wieder. Cheerio, Miss Sophie. Tschüss, Till. Ciao.